Guten Morgen. Ich glaube, heute ist ein ganz klassischer Sonntag. Ich mache so ein bisschen Skincare gleich. Dann kann ich auch so ein bisschen von der Woche erzählen, beziehungsweise von den letzten 3 Wochen. Ja, würde sagen. Ja. Ich habe jetzt gerade mein Gesicht gewaschen. Ich mache jetzt ein bisschen Skincare und kann so ein bisschen das erzählen, was so die letzten 3 Wochen passiert ist. Eigentlich ist gar nicht so viel passiert. Kurzfassung ist eigentlich, dass ich gearbeitet habe. Ich war ja 3 Wochen in Koblenz. Hab dann auch immer im Hotel gepennt. Es war gut. Also die Arbeit an sich hat auch Spaß gemacht, wenn man das Spaß nennen kann. Aber es war schon sehr anstrengend. Ne? Also man hatte schon mindestens 50 Stunden in der Woche. Aber es war okay, weil im Team hat das halt schon Spaß gemacht. Ne? Und die Leute waren cool. Abends hat man dann trotzdem immer, also mit einem Kollegen war ich dann immer essen. Die anderen sind dann immer gependelt. Ich bin dann mit ihm geblieben in Koblenz. Ich habe in 2 verschiedenen Hotels gepennt. In den ersten 2 Wochen in dem, wie hieß denn das, Kurfürst Balduin oder so. Und in der 3. Woche dann in Merkury. Ich kann euch jetzt mal ein paar Eindrücke einblenden. Es war nicht schlecht. Ich habe dann immer noch extra gefrühstückt, weil, keine Ahnung, wenn ich halt immer so viel arbeiten muss, dann brauche ich auf jeden Fall was im Magen, weil sonst kann ich gar nicht nachdenken. Ich bin so ein richtiger Frühstücksmensch. Ansonsten, ja, waren wir dann immer vor Ort. Also ich habe freitags meistens dann Homeoffice gemacht, bin dann runtergefahren. Aber ja, dann war ich sonst immer vor Ort. Meine Haut ist übrigens mega trocken. Ich weiß gar nicht, ob man das so sieht. Deswegen nehme ich jetzt mal hier wieder eine Multivitamin-Power-Maske. Keine Werbung. Die ist aber trotzdem sehr gut. Sieht man irgendwie nicht so, aber hat so ein Orange. Eigentlich so ein. Na? Macht man das so von früher? Keine Ahnung. Hat so einen gelben Ton. Oder sogar so einen Pastellton. Wäre eine richtig schöne Wandfarbe. Ja, naja. Genau, ich habe Freunde in Koblenz, also 2 Freunde, die ich aus der Schule noch kenne. Mit denen habe ich mich dann in der 2. und in der 3. Woche getroffen. Das war auch endlich mal cool, sie wiederzusehen, weil ich glaube, das letzte Mal, als ich die gesehen habe, ist auch schon über ein halbes Jahr her. Nee, aber war schon echt sehr cool, vor allem in der beim ersten Mal, da hat es ja auch richtig geschneit. Da bin ich dann auch durch die Stadt spaziert im Schnee. Also durch Koblenz. Das war auch echt richtig schön. Und auch letztes Wochenende waren wir dann auch auf dem Feldberg. Das sah richtig schön aus, weil hier unten in Frankfurt war dann halt auch noch Schnee und kalt. Aber es war halt alles grau. Und oben war es halt richtig, richtig schön. Wir haben dann lange was gegessen, ein bisschen die Sonne genossen. Und ja. Das war so quasi die Wochenendaktivität. Gut, hab dann auch wieder Sport gemacht. Abends dann was gegessen. Und dann habe ich mich auch schon wieder ready gemacht, um dann nach Koblenz zu fahren. Und zwar letzte Woche Koblenz. Also es war dann ja diese Woche, die 3. Woche. War aber auch gut. Ich habe mir es echt stressiger vorgestellt. Aber wir sind in dem Team doch ziemlich gut vorangekommen. Ja. Genau. Ich merke schon, wie ich mehr hydriere. Also ich finde die Maske echt gut, weil die auch ein paar Vitamine drin hat und so. Ja. Das war quasi eigentlich das, was die letzten 3 Wochen passiert ist. Jetzt habe ich endlich wieder ein bisschen mehr Zeit quasi. Auch jetzt, um auch mal mehr Content zu filmen. Also was ich mir überlegt habe. Ich möchte so eine Videoreihe machen. Ich ziehe nämlich, wie es aussieht, zum 1.3. um in eine neue Wohnung, in eine größere Wohnung. Und die ist super, super geschnitten und die hat richtig viel Potenzial. Und da habe ich mir überlegt, so eine Home-Series, so eine Serie draus zu machen, wie ich diese Wohnung quasi umgestalte, dekoriere und so weiter.
Da hole ich mir gerade ein bisschen Inspiration von Pinterest. Ja, dann warten wir jetzt mal 10 Minuten und würde sagen, sehen wir uns gleich wieder. Willkommen in meiner Küche. Hier steht schon wieder viel zu viel Kram rum, aber darum kümmere ich mich später. Ich räume jetzt erstmal einfach ein bisschen die Spüle und dann mache ich mir jetzt erstmal meinen Porridge. Ich drehe euch hier wieder um. Ich hoffe, man. Doch, immer mit der Belichtung ist ja so eine Sache. Ich habe leider noch keine Spülmaschine, aber das ändert sich bald in der neuen Wohnung. Da habe ich nämlich in der Küche Platz für eine Spülmaschine. Wobei für mich alleine ist das eigentlich easy. Ich glaube, ich werde auch dann weiterhin einfach die Teller und so per Hand waschen. Aber wenn halt Freunde da waren und du dann halt 5 Teller, 5 Gläser und 5 andere Sachen noch sauber machen musst, ist dann doch etwas nervig. Porridge ist fertig. So sieht das aus. Sieht natürlich immer aus wie. Das sage ich jetzt nicht, sonst habe ich keinen Appetit mehr. Aber da haue ich mir jetzt noch so ein bisschen Ahornsirup drauf. Und dann lasse ich das mir schmecken. Oh, das Licht. Irgendwie. Das Licht ist gerade so gut. Ja, ich freue mich ja auch so auf den Frühling. Gut. Schmeckt besser als es aussieht. Schmeckt besser als es aussieht. Kann man machen. Ich habe jetzt beschlossen, doch rauszugehen und erst heute Abend zum Sport zu fahren, weil schaut euch dieses wunderschöne Wetter an. Es soll nämlich die nächsten Tage schon wieder grau werden. Außerdem muss ich auch wieder arbeiten. Deswegen nutze ich, glaube ich, die Chance auf Sonne und fahre, glaube ich, einfach in die Innenstadt. Hocke mich in ein Café und dann schneide ich auch so ein bisschen mein Video, habe ich überlegt. Ja, deswegen mache ich mich jetzt ready. Let's go!